Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Freche Freunde Adventskalender. Der befindet sich hier und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet 39,95 Euro und wir haben hier nicht nur Lebensmittel drin enthalten, sondern wir können ihn nachher umbauen zu einem Spielhaus. Das heißt, wir können dann hier teilweise Figuren von den Boxen ausschneiden, dann haben wir hier auch irgendwelche Spielsteine und so drin und am Ende haben wir dann quasi, ja, wie so eine Art Puppenhaus wohl. Müssen wir mal gucken. Ja, und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ich habe eben gesehen, der ist bis Ende Februar 2025 haltbar. Das muss man wissen, ne? Dass wenn man den dann wirklich im Dezember auspackt, dass man dann auch relativ schnell zusehen sollte, dass die Produkte aufgebraucht werden und nicht Ewigkeiten im Schrank rumliegen. Hier haben wir schon mal den 1. Dezember und hier steht auch allerhand drauf von Olga Orange. Das ist natürlich auch süß gemacht, dass man... Oh, und hier kann man das Ganze ausschneiden und so. Ich denke, dass ich den Adventskalender dann auch wieder so zusammensetzen werde, dass man den dann irgendwann nochmal neu befüllen kann. Hier haben wir zuallererst was drin enthalten. Ein Fruchtporridge, Aprikose und Banane. Das ist aber bis 13.06.2025 haltbar. Okay, also dann ist quasi das, was am kürzesten haltbar ist, bis Ende Februar haltbar. Auf dem Adventskalender stand, dass er nicht für Kinder zwischen 0 und 3 Jahre geeignet ist. Was wahrscheinlich daran liegt, dass hier auch Kleinteile drin enthalten sind. Solche Sachen kann man natürlich Kindern, die unter 3 Jahren sind, geben, ne? Ja, genau. Wie man halt möchte, wird bei uns sehr schnell vernichtet werden. Jetzt, wo ich den 2. Dezember rausnehme, sieht man auch, dass dahinter sich so eine kleine Welt ergibt, ne? Mit einer Küche und einem Boden und so. Das ist schon schön. Also zum Weiterverwenden, das ist sehr nachhaltig auch gedacht. Und hier habe ich jetzt auch den 2. Dezember, der kommt mit einem Kürbis. Und hier hätten wir auch noch einen Kohlrabi. Also sehr, sehr süß. Oh, das ist Knusperkugeln, Tomate und Paprika ohne Salzzusatz. Das finde ich auch sehr schön. Bis zu meinem Geburtstag nächsten Jahres ist es haltbar mit 30 Gramm, also bis zum 22. Mai. Und ja, das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Das kann man definitiv machen. Und ein schöner Snack zwischendurch, würde ich mal so sagen. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Die ist ein bisschen kleiner. Da ist ein Betty Birne mit am Start. Okay. Da haben wir einen Fruchtriegel mit Banane, roter Traube und Aronia als Riegel. Und die Süße kommt nur aus Früchten. Der ist bis Ende März nächsten Jahres haltbar. Und sowas ist halt auch immer. Ich habe sowas immer bei mir jetzt in der Tasche mittlerweile, ne, wenn wir dann auch irgendwie mal unterwegs sind mit Julius, dass er dann auch was essen kann. Das finde ich echt wichtig. Hier haben wir die Nummer 4, Kalle Kakaobohne. Ich liebe es jetzt schon, ne? Ich finde es auch richtig schön, dass sie da auch da auf unser Feedback vom letzten Jahr gehört haben. Da hatte ich nämlich, hatte ich da überhaupt ein Video zu gemacht? Aber ich habe es mir auf jeden Fall gedacht, dass ich das schade fand, dass der teilweise aus Kläppchen und teilweise aus Boxen bestand, ne? Also man musste den zerstören, um ihn halt komplett öffnen zu können. Das fand ich schade. Hier kannst du halt Box für Box öffnen und ihn weiterverwenden. Hier haben wir Rosinchen drin enthalten von Freche Freunde mit jeweils 14 Gramm. Ja, die kann man dann wahrscheinlich zum Backen verwenden. Ne? Also da sind 3x 14 Gramm drin enthalten. Das ist süß. Am 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus, kommt Dylan Dattel zu uns, beziehungsweise wird uns hier nahegelegt, der junge Mann. Und hier haben wir drin enthalten ein Pärchenspiel. Das ist quasi wie so eine Art Memory wahrscheinlich, ne? Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Das ist dann eher etwas, was auch wirklich noch nicht so sehr geeignet ist für meinen kleinen Sohn. Aber ja, schön, dass die hier auch ein Spiel mit reinpacken. Warum eigentlich nicht? Finde ich cool. Da hast du sogar die Namen mit dabei. Kalle Kakaobohne ist am Start. Nikolaus, der 6. Dezember, darf bitte auch was sehr Besonderes sein. Es ist was Großes drin, fühlt sich leicht an. Man hat hier auch so ein Nikolaus-Säckchen zum Rausschneiden. Und, oh, Fruchtchips Erdbeere. Ich weiß noch, als ich die das erste Mal in den Händen hatte und gesagt habe, was soll man da eigentlich mit? Mein kleiner Sohn liebt die Teile. 12 Gramm sind hier drin enthalten, bis Anfang Mai ist das Ganze haltbar. 1A finde ich echt super, purer Knusperspaß. Sowas kann man wirklich super ins Porridge mit reinmachen oder halt auch wirklich so als kleinen Snack zwischendurch geben. Finde ich toll. Hier habe ich jetzt den 7. Dezember und hier dürfen wir uns Paprika ausschneiden. Ja, Paprika kann Julius auch tatsächlich schon sagen. Und hier haben wir Birne, Banane, Orange und Vanille als Quetschi drin enthalten und das sind 100 Gramm. Das Ganze ist bis Ende April haltbar. Finde ich super. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Rosa Rosinchen wird hier auch nochmal vorgestellt.
vorgestellt. Und hier haben wir einen Riegel drin enthalten. Das ist der Mango- und Orange-Riegel, wo man die Süße auch nur aus Früchten bekommt. Also wie gesagt, Riegel gehen bei uns wirklich immer. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Rudi-Radieschen freuen. Und ich finde es echt süß. Ne? Hier hat so eine Truhe zum Ausschneiden mit dabei, dass man halt die ganze Puppenstube hier quasi gut bestücken kann. Hier haben wir die Kakaowürfel drin enthalten. Die bekommt Julius noch nicht. Das ist bis Anfang Juni nächsten Jahres haltbar und da sind 20 Gramm drin enthalten. Ja, ne? Also genau, die kann man dann halt auch als Snack geben, aber wir sind noch nicht bei Schokolade angekommen. In der Nummer 10 darf es mit irgendwas super Leichtem weitergehen und hier ist einfach eine Aubergine drauf zum Ausschneiden. Ich lieb's, ne? Okay, hier sind Sticker, glaube ich, drin, oder? Nee, das ist das Winterzauber-Versteckspiel. Oh, 3, 2, 1, Bibi, ich komme und suche dich. Okay, crazy. Das sind das ist eine Vorlesegeschichte. Finde ich sehr, sehr süß, dass sowas hier auch mit drin ist. Da sind natürlich die ganzen, ach wie süß, die ganzen Charaktere von Freche Freunde mit drin enthalten. Und wenn ihr einen Adventskalender sucht, den ihr jeden Tag im Advent lesen könnt, dann schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich euch den aus dem Pelletier Verlag verlinkt. Ein super, super, super schöner Weihnachtskalender, ein wunderschöner Adventskalender, wo der dritte Teil von Tomte und seiner Weihnachtsgeschichte drin ist. Kann man unabhängig von den anderen Teilen lesen und man kann die anderen Teile tatsächlich auch noch kaufen, als Buch zum Beispiel auch. Und ja, jetzt kommt quasi das dritte Mal Danny mit einer neuen Geschichte um die Ecke und ich liebe es jetzt schon, ohne es gelesen zu haben. Am 11. Dezember, der ersten Schnapszahl, haben wir, glaube ich, nochmal einen Quetschi hier drin enthalten. Und hier haben wir Joghurt, Banane, Erdbeere, Himbeere und Apfel. Oh, das hört sich lecker an. Da muss Julius aufpassen, dass ich ihm das nicht wegschnabuliere. Bis Mitte März ist es haltbar. Also wie gesagt, die Sachen sind eigentlich relativ lange haltbar. Ne? Das kriegt man schon hin, glaube ich. Zur Halbzeit ist hier Paul Pastinake drauf. Finde ich einfach super abgefahren. Und hier kann man Toaster ausschneiden. Ein Riegel ist hier drin enthalten mit Banane und Kirsche. Ja, das ist etwas, was bei uns auch sehr, sehr viel frequentiert ist, um das mal so zu sagen. Schön. Der 13. Dezember ist wieder etwas leichter und größer. Da haben wir halt immer diese größeren Sachen auch drin enthalten, was ich echt schön finde, denn die Boxen sind gut ausgefüllt. Ne? Hier haben wir, oh, Knuspersticks, dreierlei Gemüse drin. Das ist crazy, aber auch richtig toll. Da haben wir ohne Salzzusatz drin Tomate, Erbse und Mais, würde ich jetzt einfach mal sagen. Kann man definitiv gut machen. 30 Gramm sind hier drin enthalten. Finde ich klasse. Kira Kirsche begrüßt uns am 14. Dezember. Und hier haben wir wieder ein Quetschi drin enthalten. Und zwar Mango, Karotte und Banane. Das ist mal eine wirklich wilde Mischung, aber ich glaube, das wird schmecken. Da bin ich mir sehr sicher. Das hört sich nämlich für mich auch sehr, sehr lecker an. Denn auch eine Karotte kann ja, selbst wenn sie Gemüse ist, mal ein bisschen süß sein. Am 15. Dezember haben wir wieder ein Snack hier drin. Edda Erdbeere begrüßt uns hier auch wieder. Ich glaube, die wiederholen sich aber manchmal auch ein bisschen. Fruchtgummi, Apfel, Himbeere. Okay, das ist jetzt noch nichts für meinen Sohn, aber das ist was für mich, würde ich mal so sagen. Und ja, hier sind einfach mal 30 Gramm drin enthalten. Zwei Portionen pro Packung, eine Portionsgröße sind 15 Gramm, wage ich für mich persönlich zu bezweifeln. Hier steht auch manchmal nämlich drauf, ab welchem Alter das so entsprechend ist. Hier steht es jetzt nicht mit drauf, aber ich würde es jetzt noch nicht meinem Sohn geben. Ich glaube, der wird es noch nicht so hart feiern mit noch nicht ganz zwei. Egon Erbse hat hier den 16. Dezember für uns. Hier haben wir was Leichtes drin und das sind, glaube ich, Sticker. Nee, Tattoos. Okay, cool. Ja, hier hast du vier verschiedene Tattoos drin. Yay. Temporäres Farbtattoo steht hier auch drauf. Da kannst du dir dann entweder eine Paprika drauf tätowieren oder einen Kürbis oder eine Banane, eine Birne. Süß, sehe ich mich jetzt aber noch nicht so. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember und da kommt Tom Tomate und auch noch ein Salatkopf mit Gießkanne. Party Pops Banane. Ja, das ist doch auch ziemlich süß, ne? Gepufft ohne Schalen und Körner. Ja, das will ich doch mal hoffen. So schaut das aus. 8 Gramm sind hier drin. Hier weiß ich noch nicht, ob das etwas ist, was ich meinem Sohn doch geeignet ab einem Jahr. Doch, kann ich ihm schon geben. Schön. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember haben wir hier safe wieder ein Quetschi drin. Und Tom Tomate ist hier fleißig am Kochen. Und hier ist Apfel, Erdbeere und rote Beete drin enthalten. Das ist natürlich richtig süß. Sammy ist auch gerade wach geworden. Läuft bei ihm, ne? Ja, doch, ne? Also da muss man vielleicht wegen der roten Beete ein bisschen aufpassen, dass da wirklich nicht gekleckert wird. Das könnte abfärben. Der 19. Dezember enthält, glaube ich, auch wieder ein Riegel, wenn ich das ja. Das ist einmal Birne, rote Traube und schwarze Johannisbeere. Ja, das hört sich auch sehr lecker an. Sowas nimmt Julius auch gerne mal. Ich finde es auch schön, dass wir hier mal nicht diese klassischen Bananen- oder Apfelgeschichte mit dabei haben, sondern Birne. Schön, schön,
Schön. Und hier kann man ja dieses Hüpfspiel spielen. Am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er-Bereich, haben wir Bob Banane, der uns hier ein Produkt kredenzt. Und zwar haben wir hier Brezeln aus Kichererbse mit Weizen und Dinkel. Hä? Brezeln? Kichererbse? Schmecken die nach Kichererbse? Ich weiß es nicht. Jo, da haben wir 75 Gramm drin enthalten. Und ich glaube, wenn man diesen Adventskalender hat, oder ne, dann kann man ja auch mal so ein bisschen testen, weil es ist ja mit Kindern manchmal auch ein bisschen schwierig. Die mögen ja nicht alle Snacks, alle Quetschis oder alle Geschmacksrichtungen generell. Dafür ist der eigentlich echt gut geeignet. Und ich glaube, dass es auch relativ gesunde Snacks sind. Kati Kiwi bringt uns den 21. Dezember. Und auch hier dürfen wir wohl ein Quetschi drin finden. So langsam habe ich das mit den Gewichten hier raus. Apfel, Birne, Blaubeere und Dinkel haben wir hier drin. Also quasi dann auch nochmal so ein bisschen etwas, was Getreide mit reinbringt und ein bisschen sättigender ist. Ab 6 Monaten ist es auch schon geeignet. Ja, genau. Also diese Quetschis, die sind halt nicht so ewig haltbar. Aber wenn du halt sowas hast, die sind ja auch nicht so ewig haltbar. Okay, 8.3. Zora Zucchini, 2 Tage vor Heiligabend, bringt uns den 22. Dezember. Ich habe gerade Live-Chat hier bei Instagram parallel am Laufen und da hat die liebe Maya reingeschrieben. Das ist jetzt ja aktuell noch bei Rossmann 20% auf alles Essbare plus nochmal 10% Rabatt on top gibt. Ne? Also wenn ihr den über die App zum Beispiel bestellt von Rossmann, könnt ihr da sicherlich mega drauf sparen. Oh, die sind auch toll. Fruchtchips Mango haben wir hier drin und das sind 14 Gramm. Auch die 1A zum Snacken oder für in Porridge reinmachen oder so, ne? Das finde ich richtig cool. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier Paola Passionsfrucht drauf. Und es wurde gerade geschrieben, dass die 10% wahrscheinlich eher nur im Laden zu sein werden. Okay, hier haben wir nichts Essbares drin, sondern wir haben hier Spielfiguren drin enthalten, die zusätzlich zu dem verwendet werden können, was wir ja schon auf unseren einzelnen Boxen drauf hatten, was wir ausschneiden können. Hier ist dann wahrscheinlich auch noch eine Anleitung mit dabei, genau, dass man hier quasi nochmal weiß, dein Spielhaus ist so gut wie komplett. Da hast du dann quasi die einzelnen Früchte, die frechen Früchte, genau, und ihre Spielsteine auch nochmal drauf abgebildet und wie man was vielleicht stellen kann, nochmal so als Anleitung. Dann haben wir hier diese Stellklötze, 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Dann haben wir hier auch noch Sticker, um irgendwas hübsch zu machen und halt die frechen Freunde, die wir halt noch nicht zum Ausschneiden hatten. Ich finde es irgendwie süß. Vor allem, wenn man das Ganze halt so betrachtet, ne, mit dem ganzen Puppenhaus-Charakter. Das lasse ich aber definitiv in diesem Adventskalender, weil wenn ich den neu befülle, wird man das ja brauchen. Pippa Paprika, großartig, bringt uns den 24. Dezember und hier haben wir natürlich einen Tannenbaum zum Ausschneiden. Das muss auch so sein, ne? Und mal gucken, was wir hier im Highlight-Kläppchen dran finden dürfen. Knusper-Sterne-Apfel, wie cool! Feiere ich. Ich glaube, die hatten wir sogar schon mal. Die sind ab einem Jahr geeignet. Finde ich schön. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn hier drin? 30 Gramm. Ich finde es super. Es passt zu Heiligabend. Wir haben hier halt was schön Weihnachtliches mit dabei, ne? Und ich glaube, das rundet das Ganze halt auch echt schön ab. Ja, wie gesagt, man könnte jetzt theoretisch hier die ganzen Boxen rausnehmen und hat dann hier komplett sein Puppenhaus, ne? Was man dann auch mit den ganzen Utensilien hier bestücken kann. Und ich glaube, das ist richtig, richtig schön. Ich erinnere mich noch dran, als ich in der Grundschule war und wir etwas über Elektrizität gelernt haben. Da hatte meine Mama auch irgendwie so ein Set bestellt, weil die auch Grundschullehrerin ist, was halt so ähnlich in diesem Stil war. Auch so ein Haus, ne, wo man dann auch so drin spielen konnte und so. Das erinnert mich so hart daran. Deswegen hat es tatsächlich, also dieser Adventskalender hat einfach deswegen schon mal mein Herz. Und ich finde es toll, dass man einfach zugesehen hat, dass man den auch weiterverwenden kann, die Umverpackung. Gleichzeitig haben wir halt hier auch als Inhalt tolle Produkte drin, wo ich mich echt nicht beschwere. Also es gab eben noch so ein paar Hin- und Herschreibereien bei mir im Chat hier gerade. Es ist tatsächlich so, dass du die App brauchst, um da den Gutschein zu aktivieren. Dann gehst du in den Laden. Im Laden bekommst du nochmal 10% Rabatt und du hast den 20% rabattiert dann auch durch die App schon. Und das ist natürlich eine richtig krasse Ersparnis. Aber ich finde ganz ehrlich, auch für 39,95 lohnt sich der auf jeden Fall. Das gehört aber auch tatsächlich zu den Kandidaten, dass wenn man da im Laufe des Jahres so ein bisschen wartet, ne, also den jetzt nicht direkt bestellt, sondern vielleicht so später mal, dass er auch nochmal rabattiert sein wird. Aber möchte man es drauf anlegen und pokern, das ist euch selber überlassen. Ich finde, das ist ein toller Adventskalender. Da wird sich mein kleiner Sohn auf jeden Fall drüber freuen und ich mich tatsächlich auch. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Freche Freunde Adventskalender in die Kommentare. Da können wir uns gerne drüber austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.